Ach man. Oh, das hab ich hier bekommen. Success so clearly in Vestalen Heilfähigkeiten. Or is it merely a trick of the light? Perfekt. Gebe ich hier. Ach, was soll's, ich benutze das jetzt, weiß nicht, ob ich einen Geheimraum finde in der Runde überhaupt. Bekunden. Ach, direkt in den Kampf. Na geil. Da habe ich einen Geheimraum gefunden. Ach Mann. Ich hätte warten können. Ach nee, die Schleimpier, die sind ekelhaft, die sind mega assi. Die verdoppeln sich nämlich immer wieder. Wie viel. Ach, die haben sogar noch ziemlich viele Widerstände. Krass. Dann gebe ich ihr, glaube ich, erstmal was mit. So, eins zerstört. Das klingt doch Bram, oder? Muss mir kurz selbst heilen, erstmal. 7. Bei 3 bis 5 7 heilen? Klingt sinnvoll. Ausgewichen, sehr gut. Verdoppelt sich das Vieh, nehme ich, wenn es trifft. Keucht. So, direkt nochmal eingeben. Ja, heil dich, ganz entspannt. Ja, ach, der Crit hier. Und wieder voll. Jawoll. So, 7 bis 14. Bam. Der Schleim. A trifling victory. Not a victory, alles muss erkundet werden. Zum Glück war da kein Gift dran, ey, oder irgendwas kaputt. Das wäre assi geworden. So. Lauft rein. Dankeschön. Hunde. Jede Menge Hunde. Au. Oh man, die Hunde machen jetzt erstmal alles kaputt. Die sind echt krass schnell und die wechseln die ganze Zeit die Position. Toll, gut. Ja, macht mehr Schaden. Cool. Dankeschön. Acht Schaden und Bluten. Nehme ich. Na, Kampfrezession, Bluten, 3 selbst, minus Schaden, minus Ausweichen. Weiß nicht, warum ich das tun sollte. Was halt starkes Bluten ist. Ernsthaft, deswegen 4 bis 8. Alle ausgewichen. Fuck! Das ist ja mal mega behindert, wenn alle direkt ausweichen. Tot. So. Ich komm nochmal dreimal tollwütiger ansturmen. Die hat zum Glück schon Tollwut. Aber die hat keine. Ja, hat Minuspräzision, deswegen hat er vielleicht gerade nicht getroffen. Wenigstens bluten wir nicht so viel. Hier, gib ihm. Weg mit dem Scheiß. Erstmal ein bisschen Stressreduktion. Zack. As victories mount, erkunden. So too will resistance. Ich überlege, ob ich später dahin gehe. Vielleicht finde ich noch einen Schlüssel. Da ich eh Medizin ziemlich viel erkunden muss, kann ich vielleicht später nochmal dahin gehen. Okay. Kann die Blutung nicht stillen. Oh, ist nicht ganz schlimm, hoffe ich. So viel Blut. Gehen wir. Gift. Ja, die können alle bluten. Und tot. Cool. Heilen wir halt alle mal ein bisschen um 2 wieder.
Arm. 24 kritisch für das kleine Vieh. Ah, genauso stelle ich mir Bram vor. Weißt du, wenn der in so einer Situation wäre, der würde einfach auf dieses kleine, schwache Vieh draufholzen. Rucksack, eine Karte. Questort? Wahrscheinlich hier auch noch. Hä? Ich brauche dreimal Medizin. Questort ist hier nur noch einmal Medizin. Oder ist da zweimal drin dann an der Stelle? Das ist ja ein Quatsch. Irgendwie. So, kommt die Falle da. Jetzt kann ich es versuchen zu schärfen. Sehr gut, hat funktioniert. Ich habe theoretisch Weihwasser mit. Aber Weihwasser funktioniert beim Grab nicht, oder? Schaufel? Ah. Cool! Kann ich alles mitnehmen. Jetzt schon. So, gucken wir nochmal da rein. So. Spinnennetz. Ich habe keine Bandagen mit. Kostbarkeiten verborgen. Hier schon gegen Schwächung. Kann ich nicht mitnehmen. Die anderen Sachen aber auch nicht wegtun. Entschärft, sehr gut. Ja, ich habe hier Schaufel. So, dann kann ich hier ruhen und wieder zurücklaufen. So, zack. Wie viel habe ich? 12 habe ich noch. Mal mache ich das nicht, ich nehme nur hier. So. Eine gefährdende Stress um 7 erhöht. Die sind aber gläubig diesmal. Das kann ich jetzt nicht machen. So, hier auf jeden Fall die pflichteifrige Wache. Die ich gerne mit Stecker als Zivilisation in den Weg stellt. So, damit kann ich nicht mehr überfallen werden. Kann ich den Stress noch spissen? Also, jede Nacht kommt die. Hör zu, jede Nacht kommt die Morgendämmerung. Also habe ich noch 5. Ein Gefährte plus Prezi plus Ausweichen. Ich glaube, das gebe ich Pete. Dann habe ich noch 2 übrig. Minus Stress, schade, 4 Kämpfe. Ich werde wahrscheinlich einfach Wundversorgung machen am besten hier. Bei ihr zum Beispiel. Das ist schon sehr viel langsamer sterben. Wird es auf den Chaos umgeben, aber ich komme schon damit zurecht. Wir sind gesegnet, denn die Furcht hat uns nicht übermannt. Zeit zu schlafen, wir müssen gut ausgeruht sein. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. So. Ah, hier war ich schon, okay. Deswegen. Das Licht geht wohl wenig runter, wenn du es schon erkundet hast. Dahin wieder laufen, dankeschön. Die habe ich halt ausgebuddelt. Ein Schaufeln. So. Oh. Hindernis. Sollte ich gleich nicht hinlaufen? Schlechte Idee. Ja, ich habe ja keine Schaufel mehr jetzt. Ich schaffe als Ausbildung von Krieger benutzt. Also wenn ich keine Schaufel finde in dem Kampf oder in dem anderen Ding, dann soll ich da nicht hinlaufen. Das mache ich damit. Das stirbt der eine. Der blutet nicht, das weiß ich, aber stirbt. Dann kann ich den noch angreifen. Dann müsste der auch sterben von Blutung. Ja, 4 Schaden, logisch. Dann kann ich den nochmal betäuben. Jetzt bin ich wieder bei 80. Und dann kann ich ihn nochmal heilen. Gut. Und tot. Tja. Oh, ich habe den Schlüssel gefunden. Sehr gut. Den Schlüssel will ich auf jeden Fall mitnehmen. Der ist egal, was ist. Den Schlüssel nehme ich mit. Das ist mir vollkommen Hupe. Was tue ich dafür weg? Weihwasser fast, hä? Tue ich Weihwasser weg?
Oder 300 Gold. Ich glaube, er hat 300 Gold. Weil ich gehe davon aus, ich kriege deutlich mehr. Dann kann ich direkt zurückgelaufen und wieder da reingehen. Weil ich komme beim Hindernis eh nicht vorbei. Laufe ich den Weg und dann zur Geheimtür. Oh, da ist die Medizin. Medizin des Doktors. Fuck, ernsthaft? Ich tue Weihwasser weg. Ich muss das alles einzeln mitnehmen. Das ist nicht so geil. Ich wusste doch, warum ich das mir aufgehoben habe. Alles muss angerührt werden. Wertvolle Dinge, 100 Gold. Verdammt. Jetzt hier nach oben. Geheimtür, dankeschön. Schlüssel. Zack. Diesmas Kopf plus 25 Schaden minus Max EP plus Stressschaden. Junias Kopf plus Heilfähigkeit plus Stressschaden. Dich nehme ich auf jeden Fall. Bandage. Plus 30% Heilfähigkeiten. Plus 25 Schaden. Minus Max MP plus Stressschaden. Das sieht mir ziemlich krass aus, was ich hier gefunden habe. Ich tue das Gegengift noch weg und dann nehme ich den auch noch mit. Und die Bandagen lasse ich hier. Ey, da findet man echt üble Sachen. Meine Fresse. So, da ist eh kein Raumkampf drin. Und zweimal habe ich jetzt schon. So, noch eine Nüsse Fackel mit rausnehmen. Dankeschön. Ich hätte die Falle vergessen, ich Volltrottel. Alter, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Also versteckte Räume gibt es doch des Öfteren mal. Das ist ziemlich geil. Heilkräuter. Mitnehmen. Ich habe nicht genug Platz. Dann halt nicht. Ich will die Fall. Ich bin dumm. Ich hab's echt nicht verdient. Oh, jetzt bin ich mit 32 Licht an den Kampf gegangen. Oder? Nee, ist gar kein Kampf. Hier, weg, nehmen, fertig. Moment, ein Abenteuer fortsetzen. Was habe ich hier noch auf der Karte? Ein Hindernis. Ne, ich bin raus. Das ist aber wieder ein ziemlich großer Ausbeute. Kann ich die eigentlich auch verkaufen? Ich habe einen Haufen Essen mitgenommen, ich Volltrottel. Hier ist das Essen wieder viel zu viel, bei dem anderen haben die mir das von Haaren alles weggefressen. Tödlich. Plus 1% Crit, das ist schön. Der hat Angst vor Licht oder was? Waffenbastler. Minus 1% besser. Das ist doch nett. Glaubt daran von dem Mond. Alter. Das. Diese Dämonenbeseeltheit immer. Das ist doch kacke. Schlechte Laune, Lethargie. Blutrünstig. Leichten Schrittes. So. Sie mit Kommandenlehrling. Ich finde keine Ruhe. Oh Quatsch. Witchok, ich brauche beim Nekromantenlernen auf jeden Fall nicht. Wenn ich den mal angehen will, weil ich jetzt gerade ein bisschen Geld habe für Ausrüstung. Oh oh,